Also mal wenn ihr da rausschaut, da seht ihr ein russisches Spionage-U-Boot von der Schwarzwerf-Lobby. Das ist 94 Meter lang, wird auf konventionell angetriebener Turm, kann man tagsüber jetzt besichtigen. Ja, schon mal dann, als wir am Fischberg ein U-Boot liegt, das war leider untergegangen. War den Tag da auf der Tür. Seit 17.03 haben wir den Kreis der Fischberg. Er fängt in der Sommerzeit um 5 Uhr an, um 9.30 Uhr endet er, weil um 10 Uhr die Kirche anfängt. Die Kirche, der Kass habe ich auch noch geben. Wenn der Fischberg mal ausreihen soll, in die vor 5 Monaten, hatte wir schwere Sturmflut. Da stand der Fischberg 2 Meter unter Wasser. Das einzige Auto, das sich 30 Minuten über Wasser gehalten hat, hat ihn mir sagen lassen, war der VW Passat. Direkt ist an der zweitgrößten Schwimmung auf der Welt, Block 11, der Fahrstuhl. Solange die drei Fußballfelder zusammen, dahinter kommt das Trockendock MS 17. Damals hatte man dort das Stadtschiff Fischberg gebaut. Das ist das größte Trockendock Europas. Auch das Heimatdock der Queen Mary. Queen Mary 2 haben wir schon öfters reingenommen zum Typ. Dann lasse ich bei Ihnen schön als gut. Pauli Lannus bringt vorbei. Europas längster schwimmende Wasserbahnhof mit neuen Koppelfotbox. Wurde 1909 in Betrieb genommen wie Personenschifffahrt. Am Ende die Dreimastwerke in Berlin-Kars 1896 in Bremerhaven auf der etwas eigene Werft gebaut. Segelte von Nordeuropa aus damals nach China, nach Südamerika in St. Peterfahrt. Machte nach Paris die Kohle mit. Vor dem Ersten Weltkrieg von den Portugiesen bestärkt nahm, das war Kriegsbeute. Die
lebte die ganze Zeit wie Polizist als Ausbildungschef und war dann nachher im Hafen Lissabon vor sich hin. Wir haben sie wiederentdeckt und nach Hamburg geholt und umgebaut als schönes Restaurant. Auch die Cap San Diego mit den rot-weißen Schulzen geht seit 10 Jahren nicht mehr auf Fahrt. Wurde 1961 in Dienst gestellt, damals gebaut auf der deutschen Werft in Werder und die Flugzeug der SF Airbus. Gebaut für den Kollegenfabrikanten Dr. Edgar aus Bielefeld, der in Frankfurt erreicht wurde. 39 war Besatzung, musste nach Bord gehen, dort sind die schöne Dame gerade in den Fahrrad geführt. Vor 17 Jahren hat er das Projekt Dienst.